Ja Leute, herzlich willkommen. Neues Video von mir. Ist jetzt gut 2 Wochen her, wo ich das letzte Karpfenvideo gedreht habe hier am See. In 2 Wochen ist einiges passiert. Temperaturen sind stetig gestiegen. Wir haben feinstes Wetter gerade. Wir haben jetzt 20 Uhr fast. Und immer noch über 20 Grad seit 2 Tagen. Ein geniales Wetter. Was ich euch in diesem Video zeigen möchte, ist ein bisschen... ich hole es mal kurz hoch. 1, 2, 3, Nummer 4, Nummer 5. Das Fischen mit ausbalancierten Hakenködern. Nennen sich auch Rafters oder 50-50 Hookbaits, Half and Half. Gibt es von diversen Herstellern. Ganz einfach, Vorteil an diesen Ködern ist, oder an diesen Hakenködern ist, sie sind zur Hälfte Pop-Up, zur Hälfte normaler Boilie. Das heißt, ja, Frosch, nicht ins Video sprechen hier. Ja. Er möchte auch ins Fernsehen, hört er? Ganz klar, der Vorteil an diesen Köder, die sind ausbalanciert. Durch halben Pop-Up, halben normalen Bodenköder-Boilie, quasi schwerelos, kann der Karpfen viel besser einsaugen. Wie ich mit diesen Ködern vorgehe, welche Rigs ich dafür verwende, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Vor einer Woche oder vor 3-4 Tagen sprach noch alles dafür, dass es ein super Video werden wird, mit viel Fischaktion, coolen Drillzähnen, aber... Das wird trotz des geilen Wetters wird's eine richtig schwierige Nummer, denn ja, wir haben jetzt seit 3 Tagen haben wir über 20 Grad und ja, wie soll ich sagen, die Fische sind schon echt am Laichen. Wir haben den 6. Mai jetzt gerade, es ist eigentlich 3 Wochen zu früh für den See hier, sind allerdings auch nur die Schuppis, die hier langziehen und ja, sie laichen noch nicht, aber sie sind schon so, ja, wie soll ich sagen, so wie ich früher mit 16, 17 in der Disco. Schauen, was geht. Ne? Ziehen die ganze Zeit am Ufer lang, jetzt wo die Kamera steht, unterm Steg ziehen sie lang wie verrückt, 5, 6 Fische hintereinander, nur in eine Richtung schauen, wo ist das hübsche Weibchen, so nach dem Motto. Und ja, mein Kumpel sitzt seit 2 Tagen drüben, hat vor 2 Tagen ab nachmittags bis ja, mitternachts hat er 4 Fische gehabt, das ist ein richtig gutes Ergebnis, einen schönen Fisch auch dabei gehabt mit 34 Pfund. Und ja, seitdem auch wie abgeschnitten. Ne? Die Fische ziehen nur noch richtig schnell durchs Wasser, sind also schon, begeben sich schon Richtung Laich oder Richtung Laichphase besser gesagt. Allerdings nur die Schuppis. Schuppis sind aber auch hier ganz klar die Mehrheit. Also wir haben ungefähr, ich schätze mal, 65% oder 70% Schuppis hier drin. Der Rest ist Spiegelkarpfen. Und Spiegler habe ich noch keinen am Ufer gesehen, der hier lang zieht. Ist natürlich die Hoffnung da, dass wir vielleicht einen von den dicken, die Spiegler sind auch die schwereren Fische hier im See, dass wir einen von den dicken Spieglern erwischen können, vielleicht für das Video noch. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt, ist halt so. Wetter ist bombastisch, der Grill brennt schon und ja, ich denke mal, heute Abend werde ich nichts mehr filmen, werde jetzt gleich schön was auf den Grill schmeißen, schönes Steak, die Sonne noch oder den Sonnenuntergang genießen und dann werde ich euch morgen mal zeigen, wie ich die Rigs binde, welche Rigs ich verwende. Ich werde... eine Rute oder ich habe beide Ruten schon draußen liegen hinter der Kamera jetzt. Eine liegt direkt hier wirklich 1 Meter unterm Steg mit einem Blowback Ring Rig, was ich euch letztens schon gezeigt habe, mein Lieblingsrig, mit einem ausbalancierten Köder und die andere Rute liegt ein paar Meter weiter draußen, haben wir so ein kleines Plateau im See, knüppelhart, ist auch so 1 Meter höher als wir die Umgebung drumherum, da fischen KD-Rig drauf und diese beiden Rigs sind einfach perfekt für diese Hakenköder. Das werde ich euch morgen mal zeigen, wie ich die binde oder wie ich das KD-Rig binde. Blowback Ring, ich habe da ja gesehen und ja, wie wir vorgehen. Und ich hoffe, ich werde euch morgen mal ein paar coole Aufnahmen noch zeigen, wie die Fische hier langziehen. Und heute Morgen, sagte der Kumpel, waren sie auch schon in den Büsche. Da haben die Büsche schon richtig gewackelt. Da waren sie wohl schon ein paar Minuten mal kurz dran. Und ja, ich hoffe, ich bekomme davon was drauf morgen. Was Fischfangen angeht, wird es wirklich richtig schwer. Also bin hier schon ein paar Jahre hier drin und wenn die Jungs auf... eins fixiert sind, kennen die meisten natürlich, dann ist mit Fressen währenddessen nicht viel, da zieht schon wieder einer lang oder zwei. Es, also wenn man dabei ist, ne, ist nicht viel mit Essen oder mit Fressen angesagt und ja, schauen wir mal. Wenn wir einen kriegen, ist schön, wenn wir Glück haben. Ansonsten werdet ihr da, glaube ich, ein paar coole Aufnahmen von mir bekommen, was, was die Fische angeht, wie sie hier langziehen und an den Büschen ein bisschen Theater machen. Wir schauen mal. Jetzt gibt es erstmal gleich was zu essen und dann
werde ich den Abend schön genießen, Kamera nicht mehr anmachen, es sei denn, es kommt natürlich noch ein Fisch dazwischen. Dann sehen wir uns morgen früh und zeige euch die Rigs und alles andere. Also bis dahin. Nacht ist beendet, wie erwartet, kein Fisch gefangen. Genau das, was ich vorher gesagt habe, war mir klar. Trotzdem extrem schlecht geschlafen. Die Fische, die sind so unterwegs, die sind so im Laichgeschäft, direkt hier 5 Meter vor mir in den Büschen die ganze Nacht nur am Klatschen und alles, die Büsche am Wackeln. Ja, deswegen habe ich jetzt noch 2 Stunden, dann muss ich zur Arbeit. Und jetzt werden wir das Ganze mal ein bisschen umdrehen. Ich werde euch nicht das KD-Rig zeigen, wie ich das binde und wie Murmeln draufgezogen werden bei dem Rig und alles, wie man es fischt. Das reiche ich im nächsten Video mal nach. Ich werde jetzt mal versuchen, in 2 Stunden ein paar schöne Unterwasseraufnahmen hinzubekommen mit der Actionkamera. Denn es ziehen so viele Fische hier am Ufer lang, ist unglaublich. Deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen umschwenken von Angeln auf Filmen unter Wasser. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was Schönes zeigen. Das klappt jetzt gleich. Wäre auf jeden Fall eine coole Nummer. Ist ein Riesenspektakel. Ich war jetzt gerade mal oben mitten im Busch. Wirklich, da stehen dann da 4 Schuppis drinne. An der Oberfläche und klatsch, 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 klatsch. Das ist, also ich hoffe, ich kann es euch gleich zeigen. Das muss man gesehen haben einfach. Und ja, ich bin eigentlich auch froh, dass sie jetzt schon so früh am Laichen sind. Weil wenn sie, jetzt werden sie wahrscheinlich durchziehen. Die nächsten Tage sind noch über 20 Grad angesagt. Dann sind sie durch, dann sind sie fertig. Und dann verteilen sie sich wieder am See. Dann kann man sie im ganzen See fangen. Nicht nur hier an der Seite, wo die Büsche im Wasser sind. Dann ist es eigentlich mal wieder egal, wo man sich hinsetzt. Man muss nicht immer hier an der Büsche so hart fischen. Ruten sind jetzt mal drinnen, werde ich jetzt gleich rausholen, bringt sowieso nichts. Und dann werde ich mal hier auf und ab laufen mit der Unterwasserkamera und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was Schönes zeigen. Also ja, 2 Stunden dafür habe ich jetzt noch. Jetzt muss ich in Bewegung bleiben, nicht schön auf der Liege liegen, was ich eigentlich vorhatte, ganz gemütlich bei dem traumhaften Wetter. Aber so ist es halt, ne? Ihr sollt ja was Schönes zu Gesicht bekommen. Also, drückt mir die Daumen.
dickes Tier. Boah, richtig dicker Spiegler. Boah, 30 Pfund Fisch. Boah, ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Ich weiß es nicht. Ja Leute, der Ausflug endet jetzt hier. Ich muss jetzt leider schnell packen und zur Arbeit. Ich habe überhaupt keine Lust, ne? Über 25 Grad, bestes Wetter und jetzt schön spätschicht. Riesig. Ja, ich hoffe, die Aufnahmen sind was geworden. Ist leider die Schattenseite hier, wo ich gefilmt habe mit der Unterwasserkamera. Also Riesenspektakel, unglaublich. Also die ganzen Schuppis, der weiße Koi mittendrin da. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Das Video wird was, hoffentlich. Und ja, nächstes Mal verspreche ich euch, dann gibt es auch wieder Fisch an der Angel oder auf der Matte besser gesagt. Ja, bis dahin, genießt das schöne Wetter, was gerade herrscht und geht ans Wasser.